Dirk Schuster bei Kaiserslautern. Der Macher hinter dem teuflischen Erfolg. Würde Kaiserslautern ohne ihn noch in der dritten Liga spielen? Letzte Saison spielte der erste FC Kaiserslautern noch in der dritten Liga. Dann kam Dirk Schuster. Er stieg mit diesem Team in die zweite Bundesliga auf und ist nahe dran, auch dort um den Aufstieg zu spielen. Sein größter Erfolg ist der Durchmarsch mit Darmstadt von der dritten Liga in die Bundesliga in den Jahren 2013 bis 2015 sowie der folgende Klassenerhalt. Schafft er bei Kaiserslautern Ähnliches? Wie denkt ihr über Dirk Schuster? Wird der erste FC Kaiserslautern bald in der Bundesliga spielen? Gerne Daumen nach oben da lassen und abonnieren, damit ihr nichts verpasst.